Hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Star Stable Online. Ja, und wir stehen hier immer noch bei dem Geist von Frau Hill. Heute geht's weiter. Gucken wir mal, was wir hier jetzt machen können. Du hast unsere Ringe gefunden. Ich fühle mich, als wäre ich soeben aus einer Trance erwacht. Schau mich an. Ich bin nicht aus Fleisch und Blut. Ich bin durchsichtig. Ich bin tot. Es scheint so zu sein, ein Gespenst. Was sagst du? Du weißt, wo mein Mann ist? Er weiß auch nicht, welches Unglück ihn an jenem Tag ereilt hat. Ich muss ihn treffen. Das ist das Einzige, was mir und ihm Frieden bringen kann. Ich weiß, wie wir es machen. Nimm die Ringe und lege sie auf das Grab meines Mannes. Oder auf unser Grab. Dann kann ich dorthin finden. Das Grab befindet sich südlich des Apfelhains, von wo aus man vor Pinta auf der anderen Seite des Wassers sehen kann. Im Schatten eines schönen Baumes findest du das Grab. Da unten. Ich glaube zu wissen, welches Grab das ist. Aber eigentlich dachte ich, ist das nicht von jemand anderem das Grab? Hier gibt es viel zu viele Gräber in Jorvik. Ich muss ich mal überlegen. Ich weiß gerade gar nicht, wie lange ich jetzt noch auf Hot Promise unterwegs bin, bevor ich auf Summerlove umsteige. So, Apfelhain. Im Süden des Apfelhains. Da ist der Apfelhain runter. Deswegen müssen wir jetzt hier dem Weg folgen. Nach Süden runter. So, ich reite jetzt mal querfeldein einfach weiter. Es muss irgendwo da hinten sein. Ich reite jetzt einfach mal zu dem Punkt hin, wo ich denke, wo es ist, wo ich weiß, dass da ein Grab ist. Und schau mal, ob das das Richtige ist. Hoppala. Okay, Und ich weiß, dass hier oben auf dieser Landzunge ein Grab war, aber wie gesagt, ich meine eigentlich, dass es ein anderes wäre. Da unten ist der Apfelhain. Hier sind Bäume, in dessen Schatten das Grab ja liegen soll. Tatsache, doch, es ist das Richtige. Ich hätte echt gedacht, dass das... Ah, okay, ich muss absteigen. Ja, okay. Ja, gut. Die einfach hier auf den Boden zu schmeißen, das wäre auch nicht unbedingt höflich gewesen. Ich hätte echt erst gedacht, das ist ein anderes. Aber naja, gut. Oh. Jetzt ist sie schon mal wieder da. Auch ist das praktisch. Wir müssen gar nicht wieder zu ihr hinreiten. Dank der Ringe auf unserem Grab konnte ich den Weg hierher finden. Und auch mein Mann wird den Weg finden können. Es hört sich komisch an, aber die Ringe auf dem Grab sind wie ein Kompass im Nebel. Okay. Du glaubst, es ist dein Problem, mein... Was? Du glaubst, es ist dein Problem, meinen Mann hierher zu bekommen? Hört sich ganz nach ihm an. Er war immer sehr stur. Sag ihm, dass er mich bei unserer besonderen Stelle treffen soll. Er wird verstehen. Hier hat er meine Hand angehalten und wir sind seitdem immer hergekommen, wenn es etwas zu feiern gab. Als er starb, habe ich ihn hier begraben. Wir haben immer gesagt, wenn wir mal sterben, dass sie hier begraben werden wollen. Geh nun los und hab viel Glück. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Okay, gut, dann, rum hier. Ich hänge fest. Ich glaube, ich lasse mich lieber abholen. Bevor ich jetzt noch Ewigkeiten an dem Stein rummucke und nicht weiterkomme, was nicht so toll wäre. Okay, dann müssen wir jetzt... Reiten wir jetzt einfach hier runter, würde ich sagen. Eigentlich wäre ich schneller gewesen, wenn ich mich hätte abholen lassen. Naja, gut. Reiten wir jetzt eben mal. Haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Wir haben uns jetzt eigentlich immer abholen lassen. Gott, ich weiß noch, früher war ich immer zu geizig und da bin ich nie, habe ich mich nie abholen lassen. Da bin ich immer geritten. Aber ich glaube, so sehr lang brauchen wir von hier auch nicht. Hier kann ich jetzt einfach querfeld einreiten. Da hinten sind schon die Fahnen vom Zirkuszelt. Und wenn wir das erreicht haben, dann sind wir sowieso schon fast da. Es ist ja nur noch ein Katzensprung. Ja, ich überlege gerade, was man mal noch machen könnte, wenn wir hier durch sind. Ach, hier oben, Elisabeth hat eine Quest.
Was? Haben wir unseren Ruf verbessert? Uns ist mir nicht aufgefallen. Ja, schon, aber doch nicht so weit, wie es ausreichend wäre. Gut, dann kümmere ich mich darum jetzt noch nicht. Dann kümmere ich mich darum dann eben einfach... Falsch, da muss ich runter. Dann kümmere ich mich darum dann einfach in der nächsten Folge. Jetzt mach mal... Nein! Jetzt machen wir erstmal hier weiter. Ja, meine Güte. Oder ist das nur die Quest, die markiert... hier doch, genau, gemacht vom Sonnenkreis. Mich verwirrt das irgendwie... Ich meine, eine Weile wäre das mal nicht angezeigt worden. Die Quest, die man noch nicht machen kann, wegen mangelndem Ruf. Aber naja, gut. Oh. Nein. Nein. Tut mir leid, ich habe es weggeklickt. Ah. Okay, also ich sehe schon, wir haben ihn überzeugt. Ach Mist, echt dickes Sorry. All das Warten. Ich komme, mein Liebling. Bitte reite schnell zu ihr und sag Bescheid, dass ich auf dem Weg bin. Ich beeile mich. Okay. Wie kommen wir da jetzt am schnellsten hin? Sind wir von Firgrove schneller oder sind wir von Frau Pinter schneller? Komm hier nicht drüber. Ohoho. Ich glaube, wir sind von Frau Pinter schneller. Dann nehmen wir jetzt hier den Transporter von Moorland nach Frau Pinter und von da aus reiten wir dann über die Brücke und zum Apfelhain, beziehungsweise eben zum Grab zurück. Ne, was ich eben sagen wollte, im Garten bin ich auch noch dabei, meinen Ruf zu verbessern. Da bin ich gerade noch nicht weit genug, aber hier unten haben wir eine Quest bei den Touristen nochmal. Auf der Goldspurfarm haben wir noch Quests, bei Jasper haben wir noch Quests, zwar noch die Angelquest. Also wir haben eigentlich noch einiges zu tun. Und nicht zu vergessen, das Dino-Tal haben wir ja auch noch. Ich bin ja auch immer mal wieder gefragt worden, wann ich denn mal Snowhoof reite. Und ob ich den nicht mal zwischendrin reiten kann. Ich möchte es eigentlich nicht machen, weil ich noch andere Pferde habe, die ich gerne mal reiten möchte, eben in den normalen Let's Play-Folgen. Jetzt bin ich ernsthaft nach Firgrove. Naja gut, das macht nichts. Das nimmt sich nicht viel. Ob wir jetzt nur von hier unten den ganzen Weg außen rum reiten müssen, ich glaube, da sind wir von hier sogar noch schneller. Nee, also da ich keins der anderen Pferde im Dinotal reiten möchte, weil die dann so irre langsam sind, wird Snowhoof auf jeden Fall im Dinotal dann seine Zeit kriegen. Und bis dahin nehme ich dann noch die anderen Pferde weiterhin. Also keine Angst, der kommt schon noch wieder dran. Ich weiß gar nicht, wie viel wir noch zu machen haben im Dinotal. Aber... Wir haben ja eigentlich bislang nur das Lager aufgebaut. Ich glaube, da kommt noch so einiges, aber... Psst, nichts verraten. Ja, ich bin mal gespannt. Wie gesagt, wie lange das jetzt dauert, Level 17 zu erreichen, hatte ich, glaube ich, auch schon mal gesagt. Ich meine, es war ja eine Weile lang. War das ja gar nicht unbedingt für alle möglich, wenn man nicht auch die Events bezogenen Erfahrungspunkte mitgenommen hat. Aber ich habe jetzt zum Beispiel auch Weihnachten, habe ich ja schon mitbekommen, Valentinstag, jetzt auch Tens verschwundenes Haarband, die Quest, die nicht mehr da ist, die Modenschau habe ich mitgemacht. All das geht ja momentan nicht mehr, aber die Erfahrungspunkte davon habe ich ja. Also denke ich auch, dass es mit Level 17 dann klappen sollte. So, jetzt sind wir gleich wieder am Grab. Hier ist schon der Apfelhain. Ja doch, ich glaube, wir waren tatsächlich... zufällig schneller, als wenn ich jetzt da hinten lang geritten wäre, dann würden wir da jetzt vielleicht gerade über die Brücke reiten oder so. Ja, prima. Hat sich meine Verpeiltheit wenigstens einmal ausgezahlt. So. Wir haben deinen Mann überzeugen können. Wie auch immer. Mein geliebter Mann. Endlich. Oh. Ist ja süß. So, aber ich würde sagen, an dieser Stelle verabschiede ich mich dann erstmal wieder von euch. Und ja, hier geht's dann morgen weiter. Ich bin gespannt, was wir hier jetzt für die beiden noch tun können, zu ihrem Glück im Tode, zu ihrem Geisterglück, nenne ich es jetzt mal. Und ja, dann bis morgen. Tschüss.